Upgrade. Ether. Roar. Annähernd so viel Schaden, wie ich gedacht hätte. Starkes Band, cool. Ah, hast du ein Feuerchen? Du hast ein Donnerschwert. Natürlich hast du ein Donnerschwert, du Sackgesicht, ey. Das gibt's jetzt nicht. Ja, genau, gib den einfach das Zeug, was. Ah. Warte mal. Herzritter, Held. Ich einfach ja nichts töten kann. Ja, einfach nichts. Es war das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, dass er jetzt auf ihn losgegangen ist. So. Warum machst du mehr Magie als okay, wir hauen ab. Okay. Ja, ne, selber Großtanze. Okay, weißt du was? Das war jetzt ehrlich gesagt nicht so doof, dass er jetzt da eingegangen ist. So, ach, hier waren auch Wölfe. So, wo ist der? Der steht immer noch da. Perfekt. So, den ist der Magier gerade losgegangen. Schwer, viel zu viele Gegner überall. Ha. Okay, jetzt bin ich natürlich zu weit entfernt. Cool. Also sind die alle durch Rally so stark geworden? So, ich kann mich nirgendwo hin bewegen, ohne dass ich von irgendwas getroffen werde. Mein Gott, ey, warum ist denn das jetzt schon wieder so aus der Kontrolle geraten? Nee. Ich weiß warum, weil schon wieder von unten wieder Leute gekommen sind. Wie ist denn das hier schon wieder so? Noch 23, cool. 31. Oh mein Gott, niemand kriegt hier was getroffen. Ich bin von allen Seiten hier eingekreist gerade. Wie soll ich denn hier lebens wieder rauskommen, ey? So, meine Hoffnung wäre natürlich, wenn die eher wieder auf die Klone losgehen, ne? Aber das ist immer so eine Sache. Was mit dem legendären Schwert hier? Ah, da tut man nicht mal mit dem ersten Schlag hier töten. Das gibt's jetzt nicht.
So, oh Gott, ich glaube, ich hat das wert. Mal den hier. Die sind jetzt überall. Ich komme denen nicht her. Ich kann denen nicht aus dem Weg gehen. Also alles einsetzen, was ich gerade habe. Warte, 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 warte. Ich echt hier für zwei Leute tanzen. Schaden macht er 27, das ist auch gar nicht so viel, Mann. So, sie kriegt sie nicht getötet. Aha. Ah, sie tut ein bisschen gezielter angreifen. Cool. 27 mal 2, 10, er überlebt sogar. Ach. Überall, wo ich hingehe. Ich bin echt gespannt, was hier jetzt gleich passiert, ey. Mal, was geschieht mit mir? Was ist los? Ich glaube, ich trotzdem nirgendwo hin bewegen. Also wenn ich den hier mache und ich mache hier ein bisschen Feuer. Das hat gebracht. Oh ja. So. Hey, was geht? Na. Oh, sehr wichtig gerade. Oh Mann. Okay, ist gut. Er ist der Einzige, der mir alles ruiniert gerade. Wenn er nicht wäre, ne? Ah, du bist es auch gerade ein bisschen in Gefahr. Zwei Krits bitte. Ja, einer. Oh, euch kann ich alle festhalten mit Celine. So, ein Crit. Ein Crit. Danke. Live macht die ganze Zeit die Geräusche. Wollte schon sagen, ihre Stimme klingt irgendwie anders. Ach, ich krieg doch nie im Leben getroffen. Oh. Hm.
Ja, die haben auch Assistenten angeführt, stimmt. Hey, was geht? Lass mich dich treffen. Ah, sieht gut aus. Stich. Ja, denkt man jetzt wahrscheinlich, Louis ist tot, ne? Aber ich krieg den schon heraus, keine Sorge. Vielleicht mal schauen. Ich glaube, das werde ich brauchen. Ja, ich kann noch mehr Doppelgänger rufen, glaube ich, ne? Ja. Okay, ich glaube, wir haben das überlebt, diese Runde. Dann erscheinen auch keine mehrere Gegner dazu kommen. Okay. So. Solange ich noch aus der Reichweite von Chrom bin, ist noch alles okay. Ich glaube, ich schaffe das hier sogar noch. Ich glaube, niemand ist jetzt gerade wieder in Gefahr, ne? Robin scheint die ganze Zeit Chrom zu verfolgen, ne? Ja, und ich könnte auch meine Multi-Heilung ersetzen. So, irgendwie habe ich es geschafft, die Leute alle dahin zu locken. Er trifft mich auch nicht. Ja. Habe ich da Magier da oben? Nee. Kriege ich aber voll wenig Leute gerade getroffen. Okay, ja, meinetwegen. Ich kriege eine Menge Elixiere, ne? Was sich das Spiel schon denkt, so immer. Du kriegst das ja gleich auf die Phrase. Eigentlich nur Drachenfluch hier aktivieren, damit ich den hier ganz sicher getroffen krieg. Ja. Also lange nicht noch mehr Verstärkungsturm kommen, alles okay. So, hier muss ich noch nicht da raus retten. So, ich muss ein paar Charaktere mal hier rausholen. So, wo ist der Magier? Er ist hier. Ich habe irgendjemanden hingelockt. Das sind zu viele. Kann ich vielleicht nicht alle davon anlocken, wenn es geht. Ne, alle genau im gleichen. 40, 42, 46. Verdammt. Sollen wir dazu? Okay, dann gehen wir ja runter.
ich weiß nicht, wie ich mich daran nähern soll. So. Wenn ich Glück habe, kann Yunaka schon wieder ein paar Leute. Oh, der hat sich gar nicht bewegt. Der hat gar nicht angegriffen. Die gehen jetzt aber alle leider auf Klone los, ne? Okay, du willst dein Glück mit ihr versuchen. Okay, das war das Dümmste, was wir jetzt machen können. So. Jetzt kann Yunaka vielleicht ein paar Leute hier schon mal dezimieren, ne? Sehr gut. Jetzt müssen wir in der nächsten Runde mit weniger Leuten kämpfen. Außer da kommen jetzt gleich Verstärkungsrunden. So, mehr Geschicklichkeit, mehr Glück, mehr Ausweichen. Wenn wir Glück haben, trifft er ihn. Laufen einige Sachen sehr gut. Aber ich glaube, kommen wir jetzt gleich in Reichweite sein. Sack. Den wieder hochgeheilt. Oh, sehr gut. Null Schaden. Ich glaube, wir haben es jetzt, ne? Auf der rechten Seite. Er tut den Typen. Er tut den Typen. Okay. Also ich muss eigentlich jetzt hier von jedem Ding zum nächsten gehen, ne? So. Er beschützt ihn. Wie viel Schaden macht ihr mir denn alle, ja? 8, 1, 12. Okay, dann überlebe ich. Ja. Dann gehen wir hier rein. Dann kriegt sie wieder direkt den Dings. Ja, ne? Dann gehen wir mit dir hier rein. Erledigt mit Elfenwänden. Nee. Mach mal dich an. Ich habe den Puls, ein Schritt. So, na, jetzt kriegt er den noch getroffen. So, wie sieht es mit Chromio aus? Mit Chromio, ja. Aber wenn du ihn damit kontern könntest, ne, und treffen wirst. So, warte mal, ich muss dich irgendwo platzieren. Wenn ich hier hingehe, ne. Ich will ihn irgendwie so platzieren, damit er ganz sicher in so einen Minus Ausweichdingen ist. Geht aber, glaube ich, nicht. Nee. Muss ich den da machen. So. Tun wir hier so schön ausmanövrieren. Finde ich gut. Ah, 130. 147. Silberlanze. Pack mal dich hier hin.
Was ich um das Pferdchen da. Oh, warte. Verdammt. Ich meine, ja, macht das. Und weiter geht's. Ich bin ziemlich sicher, wir überleben das hier. Also ist er nicht nach rechts gegangen, ne? Hat die da alle hochgeballert. So, ich weiß nicht, warum der Meteoroiden-Typ sich nicht bewegt, aber er hat keinen Bock auf uns loszugehen anscheinend. Der könnte es halt hier viel schwieriger machen. Aber ich dachte, sie machen Crit. Den Schritt zurück gemacht hat. So, wenn du ihn mal treffen könntest, ne? Danke. Das müssen wir nur vom Comeback rennen. Ach. Hab schon mal. Ja. Ja, 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 ja. So. Boom, Schakalaka. Level 31, Mann. Das ist noch nicht das Ende. Ne, Level 40 wahrscheinlich, ne? Also Roy hat ja... Oh Mann. Ich hatte vergessen, dass sie noch vorhin ausgerüstet hatte, Mann. Entschuldige, was? Hat dieser Hund gerade ein Elixier eingesetzt? Das geht nicht. Er ist geschummelt. Ja, nicht ein... Der Mann kann denn Tiere in Elixier benutzen? Boah. Das ist das. So, ich könnte alles schaffen. So. Ja, okay, dich muss ich erledigen, ist klar. Okay, bei dir habe ich eine höhere Chance. Aber... Ist okay. So, ich möchte es ja jetzt treffen. Ne? Ja. Weil du in der Pfütze da stehst. Das bedeutet, deine Stiefel sind nass und das heißt, du kannst dich nicht bewegen wollen. Oh oh. Uff. So, wir sind immer noch außer Reichweite von ihm. Aber nicht mehr lange. Muss er beide erledigen, ne? Was Robin da oben? Robin hat nur ein so ein Ding, ne? Ein so ein Diamant oder was auch immer ist. Wenn ich da hingehe. So, du hast Abwehrhaltung und Donnerfaust. Weiß nicht, schafft er zu überleben? Hat? Ja, ne. Stimmt, ne. Ganz locker flockig.
49 ist eine Menge. Warum kann ich ihn nicht erledigen? Komm. Er kann jetzt. Warum kannst du nicht den Typen doppeln? Weil er 13 Geschwindigkeit hat. Und die werden die ganze Zeit hochgeballert von ihm, deswegen. Ne? So, 28. Das ist Abwehrhaltung mit 28 Damage. 25, ey. Sollte halt überleben, ne? 27, das heißt, er macht 27, das heißt, der macht 22. Nee. 27, aber er nimmt ja ein weniger Schaden. Und dann nimmt er drei weniger einen Schaden. Das heißt 28, 21. Ja, 24. Er dürfte halt eigentlich überleben, aber ich kann ihn noch mal. Ich habe Purativ irgendwo ab. Oh, du! Ich habe zu viele von diesen Dingern gerade. Ich muss noch einen Zug hier aushalten, dann kann ich den einen Team auch noch erledigen. Ich gehe erstmal wegpusten. So. Genau 21. Sehr gut. Macht mich gar nicht, macht mal einfach weiter. Ich kriege eine Menge Elixier, die kann ich alle verkaufen. So, verdammt, man muss dann schon wieder. Kann ich den Typen erledigen? Kann ich sogar, genau. Dann brauche ich nur noch ihn erledigen. Ja. Der Meteorienmagier, der macht uns nicht so viel Schaden, ne? Transportiere ich mich dahin. Mit Teleport Ragnar. Perfekt. Ist irgendwie ironisch, ne? Weil Chris hat er auch immer Celica auf seiner Seite. Deswegen kam ich zu dem Schluss, ihm noch aufzugeben. Jetzt haben die einen Elixier verballert. So, der Meteoroidenmagier wird aber niemanden hier töten, ne? Ne. So. Boom. Ja, wir kriegen das hier, keine Sorge. Weil jetzt sieht immer so aus, als wäre kurz davor ausweichen. Also, oh mein Gott. Direkt auch voll eins ins Gesicht. Ich merke gerade, ich kann mich gar nicht beide erreichen. Er hat ja jetzt den Platz hier. Er hat jetzt den Platz hier gerade versperrt. Komm, läuft da im Wasser rum, da planscht noch ein bisschen da. So, wuff. Ich komme noch ganz knapp da raus.
So. Das ist ein ziemlich einfacher Zug gerade. So, einfach. So. Ich nehme das, ich habe so das Gefühl, das wird nicht funktionieren, ne, mit dem Traction hier, was der einsetzt. Wenn ich das hier einsetze. Ja, nein, nein, nein. Was ist das denn? Ah, oh, ja. Und ja, meine DLC-Charaktere haben alle ordentlich aufgeholt. Stärke und Verteidigung. Sie ist genau wie Gris, wie Gregory, ey. Sie hat nur Stärke und Verteidigung, so wie er nur Stärke und Magie und Resistenz hat. So, jetzt hat Kapitel doch schon ein deutliches einfacher, würde ich sagen. Hey, wie war's damit? Oh Mann. Ah, oh, ehrlich? Wollte eigentlich einen Killer geben. Oh, dann kriegt nämlich Yunaka den Kill. Puh. Was für ein Level war? War sie nicht erst Level 26 am Anfang des KPS? Jetzt Level 30. Das ist mal krass. Oh, warte mal. Stimmt. Erholung. Oh, noch mehr Erfahrungspunkte. So, jetzt muss ich mich aber langsam um die hier kümmern. So, dich mache ich einfach hier mit fertig. Ne? Dann gucken wir mal. Ne? Wir brauchen eigentlich nur jemand mit einer Menge Resistenz hier gegen ihn. Und du hast Abwehrhaltung und all das. Hm. Nein. Da kann ich dich anlocken, ja. Abwaltung. So. Okay. Das war das Dümmste, was der hätte machen können, finde ich gerade. Ah, guck mal hier, jetzt ist ein Reichweite. Aber ist okay. Muss ich Rettung gleich einsetzen, leider. Muss leider eins hier verballern. Ja, muss ich. Dann gib mir mal ein. Ich mal ausnahmsweise eine Rettung einsetzen. Ich habe sogar noch einen hier. Da habe ich schon mich darauf vorbereitet, seelisch. Mach mal den, ja, und versuch mal die beiden so ein bisschen anzulocken. Ja, ich hatte echt keinen Bock gehabt, wenn dir noch mehr Gegner gewesen wären. Ich fand das zwar schon schwer genug gerade, hat die alles zu erledigen.
So, ach. Extra Erfahrungspunkte nehme ich an. Jetzt kann ich dich mit dem Motor erledigen, ne? Ja. Ja, gut. Haben wir es eigentlich, ne? Mehr kann jetzt hier nicht schief laufen, habe ich so Gefühl. Uff. Hey. So. Ja, jetzt muss ich irgendwie mich hier umkümmern. Er hat Donnerschwert. Das heißt, wenn ich jemand mit relativ hoher Resistenz dahin schicke, ist das schon okay. Aber dann kommt ja immer Robin und tut den hochballern, ne? Irgendwas sagt mir, der priorisiert das vor allem anderen. Okay. Ich würde mal gern erst meinen Zug beenden und all meine Charaktere wieder zur Verfügung haben. Na, guck mal, was wir machen. So. Ich kann auch den ja machen. Wenn du dich so gerade mir anbietest, ne? Ah. Muss los. Ah. Ist genau aus der Reichweite gerade. So, so, ich darf natürlich auch nicht vergessen, ihr Dings hinzustellen, ne? Lucina. So, was? Wie viel Schaden mache ich gegen den? Okay. Voll dicke Erfahrungspunkte. So, Lois, raus da. Du hast deinen Job erfüllt für heute. Ich kann doch eigentlich Assistent. So, pass mal auf, was ich hier gegen mache. Da wird sogar viel einfacher sein. Ich kann auch den ja machen erstmal. So viel gerade ein bisschen rumzualbern. So, nein, ich habe keinen Heilstab mehr. Ja, mein Pflege. Okay, ich habe gerade, ich sehe gerade, einige Leute sind in Reichweite. Wie ist das denn schon wieder passiert? Oh, anscheinend kann Robin immer mitmachen im Kampf. War ich Celine schon wieder so weit entfernt? So, was wir jetzt hier machen. Wir packen den erstmal dahin. So, ich weiß nicht, ob ich den treffen muss. Ich glaube nicht, ne? Wow. Nö. Und dann ballern wir den mit unseren
Ballreichweite gehabt, ne? So, jetzt muss ich aber Vergiftung kriegen, ne? Oder auch nicht, doch. Jetzt müsste eigentlich vergiftet sein, ne? Ja. Wurf. Oh, ehrlich. So, mein Plan war eigentlich, Yunaka hier irgendwo hinzustellen, damit sie die ganze Zeit hier Dingens ist in den Säulen und irgendwie am Ausweichen, weil die sind beide nicht. Ich meine, Robin ist zwar ein Magier, aber der ist ein Assistent anscheinend. Von daher bringt das nichts. Der hätte locker alles ausweichen können. Alter, du brauchst echt mal ein bisschen Geschwindigkeit, ne? Das geht so nicht, Mann. So, ich muss mal so relativ schnell erledigt kriegen, ne? Muss nur zwei Balken, das ist kein Problem. Geht immer auf Crop, um ihn zu war, wenn er nebeneinander stehen würde, ne? So, tut er immer priorisieren, ihn hoch zu ballern. Wenn ja, dann wird das gar nicht so schwierig sein. Hauptcharakter. Wir sind zu weit entfernt, Kollege. War vorhin kann er nicht doppeln, ne? Von daher, guck mal hier. So, was ist für eine Geschwindigkeit? Okay, du wirst ja niemanden doppeln können. Also ihn wirst du nicht doppeln können. Ich bin gespannt, was der macht. Guck mal, wie stark er ist, ey. Worauf? Ich darf natürlich nicht vergessen, einmal meinen Hauptcharakter anzugreifen. Wegen Lucina. Sehr gut. So, mal gucken, was Robin jetzt macht, ne? Das ist nur so eine kleine Testphase, würde ich sagen. Oh. Verdammt. Ich habe gedacht, eine Klone wäre neu hier. Mhm. Aber ich könnte zur Not auch noch Folgendes machen, ne? Wäre ich auch wahrscheinlich jetzt. Folgendes machen, ne? Ich tanze mal hier.
Nachdem den Zug schon kaputt. Und dann tun wir nochmal Robin da festhalten. Ja, nach dem Plan, ja, ne? Muss sehen. So. Warum konntest du mich nicht? Hau 1 bis 2, sag das doch. Boah. Ja, vollständig. Ja, ich nehme an, dem Fire Emblem Awakening war nur 1 oder 2 Rang, ne? Also 1 oder 2 Reichweite. Boah, guck mal, wie ich den erledige. Alter, was? Alter, wieso mache ich den so fertig? Ich will den gar nicht mit ihnen erledigen. Ich will nur einmal ankratzen. Ich will am liebsten mit ihr oder mit ihnen vielleicht warten. Kein Dialog mit Lucina. Komm. Ne? Das ist immer so die riesige Frage, wer ist der Hauptcharakter in Fire Emblem Awakening, ne? Eigentlich ist Crom der Hauptcharakter. So wie mein Hauptcharakter der Hauptcharakter in diesem Spiel ist, ne? Lucina kam dann irgendwann später dazu. Robin kam ja schon direkt am Anfang dazu. Aber Robin war mehr so im Vordergrund gegen Ende des Spiels. Also ja, das ist immer sehr komisch. Haben wir dich mal kaputt. Robin war so gegen Ende irgendwie so der Hauptcharakter, habe ich so Gefühl, weil der Hauptbösewicht war eine böse Version des von Robin aus einer anderen Zeit. Ich glaube, ja, ne, da war doch irgendwie der Hauptbösewicht, glaube ich, ne? Also der. Deswegen hat Robin ja am Anfang von Awakening Crom getötet, weil er irgendwie besessen war von diesen Dämonendrachen. Und Lucina wollte ihn erst töten, weil er halt, weil sie nämlich an davon wusste. Und dann scheint es irgendwie, dann stellt sich irgendwann am Ende heraus, so hey, der Robin, den man spielt, ist irgendwie der aus der Zukunft, der irgendwie bald nicht besessen war, und dann kam irgendwie ein anderer, der auch irgendwie von der anderen Zeit war und besessen war. Ich weiß es nicht. Irgendwie sehr komisch. Ich habe nicht mehr so genau im Kopf. So. Alter. Ich will dich gar nicht töten. Ich will nur reden. Okay. Hat hier irgendjemand noch Heilung nötig? Ich will am liebsten noch mit ihr Heilung einsetzen, aber geht, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, eher. Sind doch alle am Leben, ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, alle, ne, einige sind noch, aber die waren ja noch deutlich unterlevelt vorher.
Okay. Ich glaube, wir haben es, ne? Warte mal, den hier. Ich versuche noch ein paar Erfahrungspunkte hier zu schnorren. Hat er gar nichts gemacht. Ist ja egal, wer den letzten hier bekommt, ne? Vielleicht im Naka, keine Ahnung. Oder vielleicht sie. Was ich ja noch machen wollte, ist hier. Und euch für alle, für Support und so. Dann pull ich mal kurz windelweich. Ja, warte mal, Lucina. Also jetzt der männliche Robin schon wieder kennen, ne? Aber wenn ich mich nicht irre, ist doch irgendwie die weibliche Version im Spiel von Awakening irgendwie kennen. Wahrscheinlich. Wenn man dann Chrom heiraten kann, wenn man einen weiblichen Hauptcharakter hat. Robin. Ach, komm schon. Okay, dann nehme ich. Ich dachte, er hätte nur so für ein Level Up gereicht. So. Elf, ja. Gregory, Madeline sind die einzigen, die noch Level 11 sind. Die sind auch theoretisch schon so auf Level 30. Also die sind auch so Level 30. So, jetzt lösen wir hier mit Style, ne? So, wer gab es ja nicht, ne? Ich weiß, sehr spät am Nachgucken, aber dann schießen wir dir noch einmal kurz ins Kreuz und mal nicht fertig. Sehr cool. Cool. Level 19. Sehr cool. Madeline und Lynn. Madeline und Lynn. Nice. So, das war. Es geht. ここまでのようだね。僕の答えは出たよ。クロムの方はどうだい？あ、力と覚悟、十分に感じ取ることができた。それに、あんなにまっすぐな攻撃を見せられては認めないわけにはいかないな。 Muss man gefragt, aber erschöpft sein. 試すようなことをしてすまなかった。 Sorry, dass wir euch beinahe alle getötet hätten. 世界が一日でも早く平和になるよう、共に戦わせてもらうよ。 ありがとうございます。紋章師クロム、紋章師ルフレ、共にこの世界に希望の光を灯しましょう。希望か。いい言葉だ。希望を語るものがいなければ、この世界には絶望しか残らない。クロムの受け売りだけど、言葉にするのはとても大事なことだと思うよ。希望で世界を照らすことは、生半可な覚悟でできるようなことではない。 俺たちも何度も絶望の淵に立たされ、正直心が折れそうになる時もあった。だがその度にルフレや仲間たち、そしてその言葉が俺を再び奮い立たせてくれたんだ。逃れられないと思われていた死の運命すら俺たちは変えてみせた。君たちにもできると信じているよ。どうか希望を捨てないでいてくれ。わかりました、クロム。俺はスタートカーティア。 今の。いや、で、ゲイナーズ、フューチャー、リアン、カン。その息だ。これから、よろしく頼む。さあ、今、さあ、
Und hier haben wir auf einem Bild alle Hauptcharaktere von Fire Emblem Awakening. こうして会うことができて嬉しく思う。元気そうで何よりだよ。まさか僕たちと同じ紋章師になっていたとはね。クロムは君のことを心配だと言い続けていて、うるさいくらいだったんだよ。余計なことを言うな、ルフル。本当ですか、お父様。当然だろう。実の娘なんだからだ。こうしてお前の顔を見ることができて。あれが言ったとき、お前のチョクタ。 Wo ist denn der Sinn gerade? Ich habe Musume gehört, also nehme ich mal an, gesagt, du bist meine Tochter. Warum hat man das von du bist meine Tochter auf ich bin dein Vater geändert? Was ist das? Was ist das von? Ey, warte mal. Ich glaube, er hat auch Vater gesagt, aber wenn das so übersetzt wurde, wie ich das jetzt verstanden habe, verstehe ich nicht. So, Emblem Chrome. Ja, ne, ich habe irgendwie gar nicht mitbekommen, was er drauf hatte. Emblem Chrome und Emblem Robin setzen Gegner gemeinsam mit Schwert- und Magieangriffen sowie besondere Kampfstrategien zu. Die Senkfähigkeit Überraschungsangriff verhindert Gegenangriff, falls sie auf dem Gelände mit Boni für Ausweichen ausgeführt werden. Okay. Okay, also auf Wälder. Ich wollte gerade sagen Berge, aber gibt es gar nicht in dem Spiel, ne? Auf Berge. Die Bündniswaffe Donnerschwert kann aus der Ferne Gegner mit Magie Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit andere Hälfte ruft Robin herbei, der den Magiewert erhöht und an Korbschlägen teilnimmt. Was ist das für eine Verwandlung? Der Bündnisangriff Gira-Donnerschwert ist ein magischer Hieb, der Gegner mit niedriger Resistenz hohen Schaden zufügt. Also auch aus Dragon Quest. So. Cool. Aber da war alle Hauptcharaktere aus Fire Emblem Awakening. Fire Emblem Awakening. Ich weiß nicht, was ja schon heute mit meinen Sprechorganen los ist. Aber ja, cool. Das war gute Anspielung an Fire Emblem Awakening. Die Level. Eine, die ich mal ausnahmsweise kannte. Aber das war auch der erste Level. Also ein bisschen schwer. Selbst jeder, der das Spiel schon mal einmal angefasst hat, müsste das schon kennen. Alter. So, wo alle stehen sie ja. Verschiedenen Orten. Ja, was dreht ihr denn so? Ich habe eine viele Feinde erledigt, sagte sie, während sie am Kichern war. Ich verstehe mal, ich verstehe bis heute immer noch nicht, warum wir von allen Charakteren, von allen Charakteren, warum wir ausgerechnet Camilla noch hatten als Armring oder Soren. Es wird irgendwie Sinn machen. Fire Emblem 7, ne? Fire Emblem 7 gibt es auch keinen definitiven Hauptcharakter. Ne? Das Spiel beginnt mit Lin, so in den ersten 7 Kapiteln. Dann, wenn man zum ersten Mal spielt, muss man Roys Vater spielen, Eliwood. Und dann, wenn man das durchgespielt hat, hat man Hectors Story-Modus freigeschaltet, welcher mehr oder weniger Eliwoods Story-Modus war. Nur halt mit ein, zwei Unterschieden hier und wieder. Und ein bisschen schwieriger. Aber wer so wortwörtlich der Hauptcharakter des Spiels ist, ist bestritten. Ne? Len ist auf jeden Fall nicht der Hauptcharakter. Sie ist der Hauptcharakter des Prologs des Spiels. Der Hauptcharakter ist wahrscheinlich sogar Roys Vater. Aber das ist wieder so ein bisschen schwierig herauszufinden. Ne? Bei einigen Spielen ist es vollkommen offensichtlich, ne? Fire Emblem 1 ist Marv der Hauptcharakter, ne? Fire Emblem 2 gibt es zwei Hauptcharaktere. Ich habe übrigens gemerkt, dass alle von den 12 Hauptspielen hier, ne, wir verteilt 6 männliche und 6 weibliche Charaktere haben. Also haben die nämlich mal das irgendwie so bestimmt, ne?
So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Also nehme ich mal an, deswegen haben die das gemacht, ne? Finde ich, weil ich auch total okay finde, ne? Aber man hätte zum Beispiel nicht Alm irgendwie als Hauptcharakter nehmen können statt Celica. Weil dann hätte man zum Beispiel einen männlichen Charakter mehr, dann hätte man vielleicht einen weiblichen, ja, dann hätte man einen weiteren weiblichen Charakter reinpacken müssen. Und da wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, ja, ne? Man hätte Lynn zum Beispiel auch nicht mit Roy, mit Elliewood auswechseln können, weil dann hätte man Roy und Elliewood, also Vater und Sohn. Ich nehme an, das wollten die irgendwie nicht, ne? Aber da wären die DLCs schon wieder rangekommen, ne? Also warum haben die uns nicht noch direkt noch Elliewood gegeben? Damit dann hätten wir alle drei Hauptcharaktere von Fire Emblem 7. Weil Camilla ist nicht... Camilla ist definitiv nicht ein Charakter, der irgendwie sehr in Frage kommt, überhaupt der Hauptcharakter vom Fire Emblem Fate zu sein. Sie ist einfach nur ein sehr populärer Charakter. Weil sie halt Brüste hat. Und nein, das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Ich meine das wortwörtlich. Sie ist wortwörtlich so beliebt, weil sie Brüste hat. Vor allem dem Heroes gibt es immer irgendwie so Abstimmungen, irgendwie, glaube ich. So Popularitätscontests. Und Leute sind immer für die am Wählen. Was irgendwie ironisch ist, weil sie der schlechteste Charakter überhaupt ist. Vom Charakter her. So spielmäßig ist sie gut, so als Charakter, ne? Aber ihre Persönlichkeit, ach. Sie ist der zweitschlimmste Charakter im gesamten Spiel. Und der schlimmste ist Corin. Also. Ja, weiß nicht, warum die DLC-Charakter ist, ist irgendwie sehr offensichtlich, ne? Aber dann denke ich mir immer so, komm schon, für die hätten wir irgendwie Platz machen können, so für, weiß nicht, für Elliewood, für Roys Vater. Oder für, keine Ahnung. Ja, für Celise, also Sigurds Sohn. Und der Hauptcharakter aus der zweiten Generation von Fire Emblem 4. Ephraim, also der Bruder von Erika, aber den haben sie ja mehr oder weniger hier reingepackt. Also ja, da gab es so ein paar Sachen, ne? Ein paar Sachen. Aber ich will schon nicht meckern, ne? Wir haben hier, ich bin schon überrascht, dass hier irgendwie Charaktere aus anderen Fire Emblems vorkommen. Das hätte ich ehrlich gesagt mehr so in Fire Emblem Warriors erwartet. Hier dieses Dynasty Warrior Spiel. Keine Support. Also ja, das haben sie vollkommen ruiniert hier so mit der Charakterauswahl. Was irgendwie eine Unverschämtheit ist, weil die irgendwie gesagt haben, so, weiß nicht. Ja, Spiel mit Charakteren aus der gesamten Fire Emblem Franchise, ne? Welche Charaktere hast du dazu Auswahl? Charaktere von Fire Emblem Fates 1 und Awakening. Da war's. Da hast du noch irgendwie Lynn, ich glaube, als DLC-Charakter gehabt und Celica. Ne, die waren gar nicht DLCs, wenn ich mich irre. Aber ja, da haben sich auch irgendwie Leute gefragt, so Hector, ne? Hector hier. Also er hier, ne? Also hier Hector, ne? Der Typ ist gemacht für so ein Dynasty Warrior-Spiel. Also Leute wie Ike und so, ne? Sind bei den Dynasty Warrior-Spielen geht es ja darum. Ich habe immer noch kein Schwert bekommen. Weil Dynasty Warrior Spiele, sind ja diese Spiele, wo du irgendwie hier gegen tausende von Gegnern irgendwie kämpfen muss, die sich irgendwie fast gar nicht wehren, ne? Und einige Fire Emblem Charaktere sind wie geschaffen für diese Spiele. Hätte man viel besser machen können, also ne. Der zweite Teil von Fire Emblem Warriors war einfach nur Fire Emblem Three Houses 2.0 2.1 oder so. Ne. Ja, ich hatte schon genug vom Fire Emblem Three Houses. Ich habe es auch gespielt, aber ne, musste ich nicht unbedingt haben. So, wir gehen nochmal zurück und holen uns einige Bandgespräche nach. Ne? Ja, Arena mache ich jetzt immer offscreen, ne? Weil da auch immer ein bisschen dauert.
So, meine Notizen sagen, wir haben, glaube ich, so 1, 2, 10 irgendwie Gespräche, ne? Ich habe nur Gespräche mit Leuten gemacht, die auch heute im Kampf dabei sind, ne? Einfach nur. Mich nicht irgendwie, weil nicht. Ja, ja, ich habe irgendwie vom Vale oder für Anna irgendwie so ein paar Banddinger gemacht, ne, obwohl wir die gar nicht benutzen. So. Ja, ich weiß nicht, warum ich hier. Ich bin so voll paranoid in den Spielen. Ich muss immer gucken, ist alles abgecheckt oder so. Ja, gucken uns die Bandgespräche jetzt an. So. Gibt keine Unterstützungsgespräche, muss ich halt offscreen ein paar fahren. Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal Morph. Also alle die Leute, die wir gerade gesehen haben, ne? Wir haben Alquist und Morph. Ich bin auch nicht so toll. Früher habe ich keine Hosen getragen. Ernsthaft, guckt euch mal die Konzeptgrafiken von Marv an aus Fire Emblem 1. Die offizielle Art von dem. Er sah aus wie ein Barbar irgendwie. So, nenne ich Celine, Celica. Ich höre gerade fast so Gregory und Celica. 2 Level. Ne, Gregory, Mukoni, Nuigurumi, ga takusan atta no. Kawaii katta wa. Also meine. Ittai dare no mono kashira ne? Sore wa ore no da yo. Kawaikute yarakai mono wa atsumeru no ga suki nan da. Okay. Da muss ich mal nachgucken in seinem, auf seiner Seite. Boom. Ja. Gregory, machi ni kawaii komono o atsumeta omise ga aru tte kiitan da kedo, issho ni mini ikanai? Serika-san, ore ga suki sou da kara oshiete kureta no ka? Nante ii hito nan da. Yoshi, sassoku iku zo. Okay, er mag also kuschelige Sachen. Gut zu wissen. So, dann haben wir noch Yonaka und Live auf 10. Irgendwie wissen wir immer noch nichts über Yonaka, ne? Nani yara ayashii warai goi ga kikoete kita keredo, Yonaka dattan da ne. Nani ka atta no kai? Ich überlege übrigens. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie so, weil ich unendlich grinden kann irgendwie. Also spätestens wenn ich vor dem finalen Kampf bin oder nach dem finalen Kampf, werde ich mal versuchen, so einige Supports noch so grinden, damit wir so viele wie möglich noch sehen, ne? Oder vielleicht sogar alle. Ich finde, das ist jetzt nicht so schwer. Da wird jetzt natürlich aber nicht dann so jeden Tag dann irgendwie so ein Part sein, weil ich nehme an, das wird ein bisschen dauern, ne? Ich weiß ja nicht, ob man irgendwie so grinden kann noch irgendwie. Diese Gegner, die tun ja immer wieder auftauchen auf der Weltkarte. Aber so, da habe ich Roy mit Butcher und trainieren lassen, den wir leider heute nicht benutzen. Den wir nicht benutzen konnten, aber ich hatte ihn vorbereitet. Beim nächsten Mal kommt der andere. Also ich hatte schon irgendwie Lust, hier die ganzen Supports von den Charakteren freizuschalten. Ich weiß noch nicht, wie man das dann machen muss. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist. Ja, also mit den Hauptcharakter ist das definitiv noch möglich. Ne? Ich muss einfach nur Geschenke wie blöd hier verteilen. So ein paar werden wir bestimmt noch irgendwann freischalten. Wenn nicht, natürlich das Nachhinein so machen. So einmal in der Woche irgendwie so ein Part. Aber mich interessieren die Supports. Also, ich bin ja schon vom Fire Emblem Free Houses gewöhnt, wo ich auf meinem englischen Kanal einfach nur ein Part hochgeladen habe, der nur Support-Gespräche waren, weil die halt so lange waren da. Mal mit dem Spiel eigentlich auch machen, ne? Die sind wenigstens nicht so lang. Ich meine, wenn ich irgendwie Ivy habe ich auch trainiert, aber die haben wir auch nicht benutzt. Ich mit Erika trainiert. Ich finde aber die Gespräche hier sehr viel angenehmer, interessanter. Ich finde die Charaktere interessanter als im Free Houses. Also vielleicht werde ich irgendwie nach dem Durchspielen
Ich weiß ja nicht, wie das dann abläuft, ne? Oder vor dem Durchstehen. Weil ich nehme ja an, vor dem finalen Kampf werde ich ja wohl einige Charaktere schon irgendwie maximiert haben und so. Und daher macht es dann auch keinen Unterschied mehr, ob ich die restlichen Charaktere auch noch irgendwie so grinde. Mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man die DLCs noch mal spielt. Kriegt man dann auch noch mal Erfahrungspunkte? Ich weiß auch gar nicht. Und ja, ich passe natürlich auf, was die alle sagen. Sie will gerissener werden. Was für eine unhöfliche Frage. Wie wird man gern so ein Drecksack? Sag's mir, Drecksack. So, dich habe ich mit Lucina trainieren lassen. Ich wünschte, es gibt irgendwie so ein... Es gibt irgendwie so ein Haupt... Im Hauptmenü irgendwie so eine Auswahl mit den Supports. Ja. So wie ich. Nehm dir ein Beispiel an mich. Ich bin von der Finsternis geflüchtet und in die Vergangenheit gereist. Da war auch irgendwie ein geiler Plot-Twist in Fire Emblem Echoes. Irgendwie so ein optionaler finaler Boss in Fire Emblem Echoes war irgendwie eine Urversion von Grima, also den Dämonen hier, den Dämonendrachen von Fire Emblem Awakening. Aber da war er noch super klein und wurde mehr oder weniger gerade geboren. Und man kämpft sozusagen im zweiten Teil von Fire Emblem, also dem Remake vom zweiten Teil, gegen den finalen Boss von Fire Emblem Awakening. Das war ein super cooles... Ich habe das nie dahin gespielt, aber ich habe das nur gesehen. Ich habe mir gedacht, boah, das war geil. Was ja auch Sinn macht. Fire Emblem 2 findet ja auch, glaube ich, auf einem anderen Kontinent vom Fire Emblem 1 statt. Und Fire Emblem 1 spielt ja vor Fire Emblem Awakening. Also ja. So, Selina, noch mal mit... Ich will jetzt Robin sagen. Colin trainiert. ああ、だからそうですね。カードウィニアタス。 Du hast mit Tee ruiniert. Jetzt werde ich dich ruinieren. So, okay. Dann war's das für heute. So. Irgendwie war ich gerade überrascht, als ich mich umgedreht habe und Sonnenbrillen auf hatte. Da habe ich die ganze Zeit schon angehabt. So, die Leute, die ich Geschenke geben will, sind schon wieder nicht hier am Rumlaufen. Das gibt's nicht. Wie soll ich denn jemals hier Supportpunkte mit denen kriegen? Konversation, meine ich. Madeline läuft hier rum. So, bevor die sich wieder irgendwie verwandelt, ne? Ich hier schon mal gleich irgendwie nach dem Party ansprechen und so. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute, ne? Ich werde offscreen wieder meine Runden drehen. Ich werde wieder in der Arena mich kloppen. Ich werde irgendwie Leute in den Stall schicken, mit Leuten schwimmen. Ich werde meine Tiere hier wieder... Hi, Anna. Ich werde... das ist wie ein Genshin Impact hier, als ich dieses eine Mädchen ja zum ersten Mal getroffen habe, dieses kleine Zombie-Mädchen, die irgendwie hinter den Tresen. So, ich habe jetzt, ja, ich habe den Leuten alle Lucinas Klamotten gegeben, also den Mädels, einfach nur. Aber keiner von denen hat mich geweckt. Nie weckt mich einer von denen, wenn die irgendwie Klamotten von denen aufhaben. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit wahrscheinlich den letzten DLC. Und lass mich mal die Ringkamera anschauen. Ist ja jetzt nicht wieder was getan haben, ne? Da sind dann immer neue Lichter am Leuchten, wenn ich da neue Ringe gesammelt habe. Ja, guck mal hier. Wow. Ich meine, der hier war das, ne? Weil wir im Blau. Fällt jetzt noch ein Ring, dann haben wir so alle. Dann haben wir sie uns alle geschnappt. Gut, aber ich sag dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder.
Ja, tschüss.